Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Livestream. Wir hatten hier in der Türkei am 6. Februar ein ganz, ganz großes Erdbeben, sogar zwei Erdbeben in der Stadt Kahramanmaraş. Das ist im Südosten der Türkei und da waren einmal ein Erdbeben von der Stärke 7,7 und einer von 7,6. Und da sind auch leider insgesamt mittlerweile 31.974 Menschen an diesem großen Erdbeben gestorben und das hat sich auch auf 10 Großstädte der Türkei ausgebreitet. Also ganz besonders betroffen sind ja dort, wo das Erdbeben ausgebrochen war, die Stadt Kahramanmaraş und einmal die Stadt Hatay, İskenderun, wo ich auch selber herkomme. Ich stamme ja aus der Stadt İskenderun, wo auch ganz, ganz stark das Erdbeben von betroffen ist und wo auch die Stadt Hatay mittlerweile auch so gut wie gar nicht mehr existiert. Also es ist dort sehr, sehr viel kaputt gegangen. Und mein Bruder oder meine Brüder und meine Mama haben das Erdbeben auch richtig miterlebt. Also meine Mama war oben im 5. Stock in ihrer Wohnung, wo sie wohnt, und mein Bruder war in der anderen Wohnung im 2. Stock und die haben auch das Erdbeben in der Türkei sehr mitgespürt. Also mein Bruder hat mir das erzählt. Es war auf einmal ein ganz, ganz großes Wackeln. Das hat immer hin und her gewackelt, die Wohnung. Und es ist auch natürlich alles von den Schränken runtergefallen, ob Teller, ob Becher, ob egal was auf den Regalen war, ist auch alles runtergefallen. Und das war auch in der Nacht. Es war ja um 4:17 Uhr, glaube ich, war das 4:17 Uhr, ja, in der Nacht war das Erdbeben. Und mein Bruder ist dann barfuß rausgelaufen und der wohnt ungefähr 500 Meter von meiner Mama entfernt. Und er ist dort sofort barfuß hingelaufen und hat gefragt, wo ist meine Mama? Und das war alles am Wackeln und er ist dann ganz hochgegangen, in den 5. Stock. Und meine Mama hatte eine neue OP hinter sich. Und er hat dann auch meine Mama runtergetragen durch die Treppe. Und da ist auch zum Glück, Gott sei Dank, meine Mama nichts passiert. Aber es hat, auch wenn es sich meine Mama getroffen hat, es hat sehr, sehr viel Tote in der Türkei gegeben. Also bis jetzt sind offiziell 31.974 Tote. Und davon sind auch viele nicht Erstverwandte, sage ich mal, so weit Verwandte sind auch sehr viele an diesem Erdbeben gestorben. Und nicht jetzt nur Verwandte, auch Bekannte vom Umkreis, ob von Freunden, die Verwandte oder von Nachbarn hier in unserer Straße. Zum Beispiel haben wir einen kleinen Taschenladen, der Milano Bags, von dem ist der Bruder gestorben, der ein Fußballprofi war in der Provinz Kahramanmaraş und der auch durch dieses Erdbeben zum Beispiel gestorben ist. Also was ich damit sagen will, ist, es hat nicht nur hier es hat nicht nur die Leute betroffen, die da jetzt leben, es hat auch die ganze Türkei damit natürlich getroffen, weil es leben halt in der Türkei, weil das 10 Großstädte sind, hat jeder irgendwie einen Verwandten, einen Freund, einen Bekannten irgendwie in diesen Städten, wo das leider passiert ist. Denn wir stehen hier gerade vor einer der größten Katastrophen der Geschichte und wahrscheinlich auch der größten der Türkei aller Zeiten, denn es gibt auch sehr viele Menschen, die noch leider unter den Trümmern sind, unter der Asche sind. Und da hatten wir jetzt auch eine Woche hatten wir jetzt Trauer in der Türkei. Da waren die türkischen Flaggen bis zur Hälfte nur hoch. Und daher hatten wir jetzt eine Woche Trauer für die ganze Türkei, für die Trauer der Opfer und alles Mögliche. Und in ganz vielen Ländern der Welt wurde auch Trauer für die Türkei und auch für Syrien, auch dadurch natürlich, eine Schweigeminute für die Opfer gemacht. Und es ist auch nachdem mit der Trauer zusammen, ist auch 3 Monate Ausnahmezustand in den Gebieten jetzt, wo die Erdbeben waren, weil der Ausnahmezustand ist auch natürlich jetzt dadurch, weil es gibt auch leider Menschen, die das auch ausnutzen, dort in die Häuser reinzugehen, die verlassen wurden, die dort, wo die Menschen nicht mehr sind oder wo die Leute gestorben sind, dass dort viele Leute jetzt einfach in die Häuser reingehen und sich dort irgendwie welche Wertsachen oder sowas mit rausnehmen. Und sowas kann man mit einem Ausnahmezustand immer sehr anhalten. Und es gibt ja auch leider immer irgendwo schwarze Schafe. Ich will jetzt hier nichts irgendwie Nation nennen, aber besonders aufgefallen sind dort Afghanen oder Syrer, die auch in der Türkei als Flüchtlinge hergekommen sind und dann auch jetzt dort sehr beteiligt waren an den ganzen Diebstählen und sowas. Und die werden auch alle von der Polizei erfasst. Und da wird auch natürlich das Nötige gemacht und die werden auch dementsprechend auch bestraft vom Staat aus, ne? Aber der Ausnahmezustand gilt, wie gesagt, nur in den Krisengebieten, also wo der Erdbeben ist, also von der erste Krisengebiet ist von hier gute 700 Kilometer entfernt, obwohl es so weit entfernt ist,
in Adana, ist ungefähr 600, 700 Kilometer entfernt. Und Iskenderun ist ja von hier gute 700 Kilometer entfernt, wo ich herkomme, wo ich herstamme, wo auch das Erdbeben war. Und das hat man sogar bis hierhin in den Hotels gespürt, den Erdbeben. Also ich hatte am nächsten Tag ganz viele Gäste hier im Hotel, die das auch gespürt haben, wie das hier gewackelt hat. Und ich habe zwar nichts gemerkt, es war mitten in der Nacht, ich habe tief und fest geschlafen gehabt, aber es gibt Menschen, die haben das Erdbeben richtig gespürt gehabt, aber es sind alle unversehrt davongekommen, hier ist nichts passiert, hier ist nicht mal ein Riss passiert, aber es hat ein bisschen gewackelt. Man hat es sogar nicht nur hier bei uns in Antalya gehört, sondern in Zypern, in zum Beispiel Libanon, in Beirut und überall hat man auch das Erdbeben gespürt. Also es war schon ein ganz, ganz großer Erdbeben, also zwei riesengroße Erdbeben in der Hauptstadt, in der Stadt, in der Provinz Kahramanmaraş. Ne? Und es haben sich auch, die ganze Türkei hat sich auch daran beteiligt, damit mitzuhelfen, ob es auch die Türen hier geöffnet wurden, dass Leute hierher kommen können, hier in den Hotels bleiben können oder wenn jemand eine freie Wohnung hat oder etwas anderes, die auch dazu beteiligt haben, dass die Leute, die jetzt vom Erdbeben betroffen sind, dass die auch in den Hotels bleiben können, vorübergehend, wie zum Beispiel das Dümold hat extra dafür aufgemacht oder das Raga Hotel zum Beispiel hat extra dafür aufgemacht, dass hier die Hotels, in den Hotels hier die Leute auch bleiben können, vorübergehend, weil es gibt auch natürlich eine Erdbebenversicherung, die viele Erdbeben, die viele Häuser auch haben und der Staat verspricht auch schon, dass innerhalb eines Jahres auch hier viele Leute auch ihre Wohnung wiederbekommen werden, dass das alles nachgebaut wird jetzt. Aber natürlich ist da noch ein weiter Weg hin, dass dort erstmal die Toten dort alle rausgeholt werden. Und die Türkei hat auch sehr, sehr viel internationale Hilfe auch bekommen, auch aus Deutschland. Die Hilfskräfte aus Deutschland, die jetzt eine Woche da waren, sind auch viele abgereist. Und es sind sogar ganz viele Hilfsgüter, sogar ganz aus Mexiko gekommen. Oder auch viele Hunde wurden hier in die Türkei gebracht, die die Lebendigen unter der Erde da aufspüren sollten. Aber es sind auch leider sehr, sehr viele Menschen gestorben. Also es ist, wie gesagt, jetzt bei fast 32.000 und es wird noch sicherlich ein bisschen steigen. Also wie gesagt, man geht von der größten Katastrophe der Türkei aus. Und jeder türkische Bürger hat hier auch dabei mitgeholfen, ob es finanziell ist, ob es mit Kleidung ist, ob es mit Nahrung ist, ob es mit vor Ort gegangen ist und bei den Ausgrabungen mit aushelfen wollten. Also es ist da schon sehr, sehr viel Hilfe auch von innerhalb der Türkei und außerhalb der Türkei, also von internationalen Hilfskräften sind auch sehr, sehr viele Leute dazugekommen und da möchte ich mich auch natürlich ganz, ganz herzlich für bedanken. Ne? Also gerade an solchen Tagen, wo man auch ein Land hier unterstützt und auch weiterhilft, es ist natürlich auch ganz, ganz sehr zu schätzen, dass sowas da auch dazu gekommen ist. Ne? Also wie gesagt, die zwei großen Erdbeben wurden bis hierher gespürt und wir hoffen auch natürlich, dass sowas nicht wieder vorkommt und wir hoffen sowas auch keinem anderen Land, dass sowas zustande kommt nochmal, weil so eine Katastrophe ist unbeschreiblich schlimm. Sagen wir mal so, wie gesagt, meine Familie da war da mittendrin. Und wie mein Bruder und meine Mama mir das erzählt, wo sie auch tagelang kein Wasser haben, keinen Strom hatten und wie das jetzt auch damit auch jetzt hier, wie gesagt, auch, dass man da jetzt auch auf einmal dort ein Erdbeben hatte und dann, dass man halt auch von den einen Tag auf den anderen auch alles da verloren hatte. Ne? So, also wie gesagt, das Erdbeben in der Türkei ist jetzt eine Woche her und mal sehen, wie es jetzt auch die Tage weitergeht. Und ich werde euch natürlich auch hier auf dem Laufenden halten, was da noch da passiert war. Aber wie gesagt, jetzt aufgrund auch einer Woche Trauer in der Türkei und was da alles passiert ist, sind die Videos ein bisschen weniger geworden. Aber die werden auch jetzt demnächst wieder zunehmen und ich werde auch zeigen, was jetzt vor Ort los ist und wo auch die ganzen Leute da auch jetzt mit dazu gekommen sind und also so viele Leute dazu gekommen sind und hier auch sind und wie gesagt, das werde ich euch hier auch auf den Laufenden halten. Ne? So, dann möchte ich mich fürs Erste verabschieden.
danke, dass ihr auch alle dabei wart und auch natürlich danke an alle, die geschrieben haben und sich auch Sorgen gemacht haben, wie es uns hier geht und wie es hier alles passiert ist. Also mir geht es gut und bei uns ist es auch alles gut abgelaufen hier in der Region, aber wie gesagt, viele Leute haben auch ihre Existenz oder ihr Leben sogar verloren. Ne? So, ich sage dann bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und auch der Diamant ist schön.